6 Monate auf Bewährung, so lautet das Urteil im zweiten G20-Prozess, der heute vor dem Hamburger Amtsgericht zu Ende gegangen ist. Angeklagt war ein junger Kunststudent aus Polen, angehender Bildhauer, der das Verfahren ganz ernsthaft verfolgte, bei seiner Aussage sehr respektvoll den Richter mit Euer Ehren anredete und erklärte, dass die Gegenstände, die in seinem Rucksack gefunden wurden, alle ganz harmlose Bedeutung haben. Die Glasmurmeln, die die Polizei als Wurfgeschosse gesehen hat, seien Geschenke seiner Mutter gewesen. Die Böller fingerdick seien für ein Freudenfeuerwerk in Spanien gewesen, wo er hinreisen wollte. Die Taucherbrille sei zum Tauchen gewesen. Also er hat versucht, eine Erklärung für all diese gefährlichen Gegenstände zu finden. Das ist ihm nicht gelungen. Das Gericht ist der Ansicht, nach Gesamtschau aller Indizien war er auf dem Weg zu einer Demonstration und wollte da Rabatz machen. Sein Verteidiger hat bereits Berufung eingelegt.